Irgendwie fühlt man sich dann besser. Ist halt eine Powermaske für einen Montag. Man kennt das ja mit den Montagen, ne? Leute, ich bin's wieder, eure Anni, und heute habe ich ein Aufgebraucht-Video für euch und ich würde sagen, wir legen direkt los. Viel Spaß dabei! Als erstes habe ich von Isana ein Zuckerölpeeling aufgebraucht in der Richtung Brazil Feeling mit Kukui-Nussöl. Ich fand das eigentlich ganz gut, es hat richtig schön gepflegt, also es bleibt ein richtig großer, öliger Film auf der Haut. Die Peelingkörner sind mir tatsächlich ein bisschen zu grob gewesen. Ich fand, das hat bald ein bisschen wehgetan beim Benutzen, hat aber dadurch auch einen schönen Peeling-Effekt gehabt. Und eigentlich fand ich das Produkt ganz gut, würde es, glaube ich, auch wieder benutzen, würde es mir aber auf jeden Fall nicht nochmal selber nachkaufen. Der Geruch ist tatsächlich okay, fand ich. Ich glaube, das ist auch so der ausschlaggebende Punkt, weshalb ich es nicht unbedingt nochmal kaufen würde. Der ist mir aber irgendwie zu quietschig, kann man sagen. Also irgendwie ist der so sehr, sehr aufdringlich, süß. Ja, sehr, sehr aufdringlich süß, ein bisschen parfümig irgendwie im Untergeruch. Ist nicht mein Lieblingsprodukt, aber hat ganz gut funktioniert. Dann habe ich von Garnier Fructis ein Trockenshampoo aufgebraucht in der Richtung Coco Water. Hat richtig gut funktioniert, das macht keinen weißen Film auf den Haaren, macht die Haare richtig schön frisch beim Benutzen. Der Geruch war, finde ich, okay. Meine Lieblingssorte ist da eher Wassermelone aus der Reihe. Hat wie gesagt super funktioniert. Das einzige Manko, was ich hier finde, ist, dass das sehr, 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 sehr schnell leer geht. Ist also super schnell alle, dafür jetzt nicht gerade günstig. Ist auch nicht mein Lieblingsprodukt aus der Richtung, aber funktioniert richtig gut. Lohnt sich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren. Das nächste Produkt, das ich aufgebraucht habe, ist von Herbal Essences. Kokosmilch, Feuchtigkeit, Real Botanicals. Ist ein Shampoo. Ist einfach ein ganz normales Shampoo. Fand ich gut, hat gut gerochen, hat die Haare sauber bekommen. Die waren danach nicht extrem weich, also nicht so sehr gepflegt. Gefiel mir aber eigentlich ganz gut, würde ich auch wieder benutzen. Hier habe ich einen Badezusatz und zwar von Dresdner Essenz Schwerelos Sprudelbad Pfirsich und Mandelblüte. Das war eine Limited Edition. Ich glaube, das hatte ich in so einem Dreier-Set mit anderen zusammen. Es hatte einen schönen Geruch, hat schön gesprudelt, hat auch Schaum gemacht. Fand ich eigentlich ganz angenehm, würde ich wahrscheinlich auch wieder kaufen. Ist halt ein Badezusatz, da wechsle ich tatsächlich sehr, sehr viel durch, aber den mochte ich auf jeden Fall gerne. Hier habe ich von Hip ein Produkt und zwar ist das ein Babyshampoo Sensitiv. Keine Tränen, das ist eigentlich ein Kindershampoo. Habe ich mir tatsächlich mit meinem Sohn geteilt, das habe ich zwischendurch immer mal für die Haare benutzt. Funktioniert auch richtig gut, finde ich. Das macht die Haare richtig sauber, hat halt auch keine Silikone. Benutze ich ganz gerne mal zwischendurch, weil die Haare durch Shampoo mit Silikonen eben relativ schmierig datschig werden irgendwie zwischendurch. Da war das richtig gut, hat richtig gut gereinigt. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, mal auszuprobieren. Der Geruch ist auch schön, riecht halt nach Babyshampoo. Mochte ich auch richtig gerne. Dann habe ich einmal gleich zwei Sachen aufgebraucht. Und zwar ist das von Rexona das Maximum Protection. Einmal in Blau und einmal in Rosa. Funktionieren für mich beide richtig gut. Das ist tatsächlich auch das Deo, was ich am allermeisten benutze. Das ist so eine Deo-Creme, weil ich finde, dass das die einzigen Deo-Sorten sind, die richtig schützen, wenn man schwitzt, die halt auch das Schwitzen an sich verhindern. Das Blaue mag ich auch gerne, meine Lieblingsvariante ist aber rosa, würde ich sagen. Der riecht nicht ganz so aufdringlich, sondern eher sanfter. Kaufe ich immer und immer und immer und immer wieder nach, habe ich tatsächlich auch schon wieder im Schrank stehen. Kann ich also mega empfehlen, gerade wenn man mit dem Schwitzen irgendwie Probleme hat. Das nächste Produkt, das ich aufgebraucht habe, ist von Hello Body tatsächlich, und zwar das Coco Day. Das ist eine Tagescreme, die ist eigentlich ganz angenehm. Das ist eine sehr leichte Creme, das heißt, die ist im Sommer richtig schön. Riecht auch total sommerlich, ist halt die Kokosrichtung. Gefiel mir eigentlich gut, ist aber meiner Meinung nach viel zu teuer und dafür halt nicht besonders genug. Da schaffen Cremes aus der Drogerie, finde ich, genau das Gleiche, sind aber deutlich günstiger, deswegen würde ich das auf jeden Fall nicht nochmal nachkaufen. Das ist eher sowas, wenn man sich mal irgendwie was gönnen möchte. Würde ich, wie gesagt, nicht nochmal kaufen und auch in dem Sinne eigentlich nicht empfehlen, auch wenn es eine schöne Creme ist. Hier habe ich meine Ivy Bears nochmal aufgebraucht. Die habe ich tatsächlich auch schon mal in einem Video gezeigt. Das sind Haarvitamine mit Biotin, Folsäure und Vitamin C, vegan, frei von Titandioxid, was auch immer das ist. Ich hatte die hauptsächlich angefangen wegen der Haare, weil ich halt sehr, sehr dünnes Haar habe. Ich finde,
Das hilft in dem Sinne, dass die Haare schneller wachsen. Dicker werden die Haare jetzt nicht davon, aber wo ich einen Riesenunterschied bemerkt habe, ist tatsächlich bei den Nägeln. Ich benutze halt Shellac, dadurch habe ich relativ dünne Nägel und die auch brüchig werden. Das hat mega geholfen. Die sind viel, viel dicker geworden und brechen viel, viel weniger. Kaufe ich mir auch immer wieder nach, kann ich auch total empfehlen. Ist nicht ganz günstig, kann man aber einfach bei DM kaufen und finde ich, ist auf jeden Fall ein Versuch wert, wenn man da irgendwelche Probleme mit hat. Dann habe ich mal was zu essen dazwischen. Und zwar ist das von DM Bio, der Kokosriegel Vollmilch. Kann man eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Der war eigentlich ganz lecker, so ein schöner Snack für zwischendurch und schmeckt, finde ich, total wie Bounty. Interessiert wahrscheinlich keinen Arsch. Hier habe ich noch eine Maske aufgebraucht und zwar von Action. Die war aus einem Set. Da waren Masken drin von Montag bis Sonntag. Ich habe jetzt noch nicht alle aufgebraucht, aber zumindest die Montagsmaske. Feel steady, hello, keep your head up. Fand ich total niedlich, die Verpackung. Die macht irgendwie voll das gute Gefühl, wenn man die benutzt hat. Irgendwie fühlt man sich dann besser. Ist halt eine Powermaske für einen Montag. Man kennt das ja mit den Montagen, ne? Ich fand die richtig schön. Die war richtig, richtig stark getränkt in die Flüssigkeit. Ich konnte den Hals und das Dekolleté noch mit eincremen oder einschmieren. Die Haut hat sich richtig, richtig gut angefühlt. Hat sich super mit Feuchtigkeit versorgt angefühlt. Es hat nichts gespannt oder so. Also die hat mir echt gut gefallen. Da bin ich gespannt, wie die anderen aus der Reihe sind. Ist aber vor allem ein süßes Geschenk, diese Packung mit den 7 Masken drin. Gefiel mir gut. Von Balea habe ich hier noch ein Handreinigungsgel aufgebraucht in der Sorte Magic Wonderland. Das habe ich tatsächlich geschenkt bekommen. Hatte das an meiner Tasche hängen mit so diesem Gummiding, was man da dran hängen kann und es immer mal wieder nebenbei benutzt. Hat einen schönen Geruch gehabt. Trocknet die Hände schon aus. Ist halt ein Desinfektionsgel, aber nicht extrem. Der Geruch war schon schwer floral irgendwie. Roch aber, finde ich, ganz gut. Habe ich auf jeden Fall auch gerne benutzt. Dann habe ich ganz unspektakulär von meinem Sohn eine Zahnpasta. Die ist von Denedent mit Fluorid. Kinderzahnpasta ist halt eine Zahnpasta. Keine Ahnung, ob die ihm besonders gut schmeckt. Er nimmt sie aber gut. Also sind wir damit eigentlich auch zufrieden. Jetzt kommt ein Produkt, das ich liebe. Ich liebe dieses Produkt. Und zwar ist das von Bepanthen, die Augen- und Nasensalbe. Schon ein bisschen komisch. Ich liebe die aber nicht als Augen- und Nasensalbe, sondern für die Lippen. Als Lippenpflege ist das so mega gut. Ich glaube, das ist die beste Lippenpflege, die ich jemals benutzt habe. Super gegen trockene Lippen, pflegt die Lippen richtig, richtig gut, sodass jeder Lippenstift, den man danach drauf macht, eben richtig, richtig gut aussieht. Nichts kriecht dann irgendwelche Fältchen oder sieht extrem trocken aus. Also, wenn ihr eine gute Lippenpflege sucht, probiert das auf jeden Fall mal aus. Das ist wirklich richtig, richtig, richtig gut. Ist bis jetzt auch noch keine andere Lippenpflege für mich drangekommen. Das nächste, das ich aufgebraucht habe, sind von UT einmal diese Augenpettenmasken. Das waren hier die rosanen. Ich mag die ja richtig, richtig gerne. Wenn man die in den Kühlschrank legt, werden die halt kalt, logischerweise. Wenn man sich die dann unter die Augen legt, gerade morgens, finde ich, dass die extrem wach machen. Fühlt sich richtig gut an. Irgendwie fühlt man sich dann total erfrischt und das hilft dadurch, dass es kühl ist, dann auch erstmal gegen die Augenringe. Ist halt jetzt so die Frage, ob das letztendlich wirklich was tut. Ich glaube nicht. Aber die geben ein gutes Gefühl, deswegen habe ich die eigentlich auch in meinem Kühlschrank vorrätig. Auch nicht nur die rosanen, die blauen sind auch echt ganz schön. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, das tut nicht so viel, aber ich mag sie trotzdem. Hier habe ich nochmal einen Badezusatz und zwar von Douglas Home Spa Joy of Light Bath Fizzer, wie auch immer. Das war so eine gelbe Sprudeltablette. Oh. Da kommt der Geruch gleich wieder rüber. Das finde ich nämlich tatsächlich daran besonders. Also ich finde, wenn man mal bei Douglas bestellt und gerne baden geht, kann man sich die echt mitbestellen. Die haben keinen Schaum gemacht, haben aber schön gesprudelt. Die haben das Wasser so ein bisschen milchig gefärbt. Aber der Geruch, Leute, der Geruch. Ich finde, das riecht nicht wie so ein typischer Badezusatz, sondern richtig nach Wellnesshotel, nach Spa irgendwie. Das riecht, finde ich, so, wie man sich ein Wellnesshotel vorstellt. Das riecht richtig, richtig gut und macht irgendwie so richtig Bock auf Urlaub und eben auf Wellness. Und deswegen würde ich mir das definitiv auch immer wieder nachkaufen. Ich hatte davon noch eine andere Sorte, ich glaube eine grüne. Roch genauso gut. Also der Geruch ist hier für mich wirklich unschlagbar. Ich habe noch eine Seife leer gemacht von Elkos, die milde Seife Beerengarten mit dem Duft von Himbeere und Brombeere. Ja, das. Ja, roch auch beerig, war halt so eine pinke Seife. Das ist halt eine Seife. Also bei Seifen wechsle ich tatsächlich immer mal durch. Die roch aber gut, hat die Hände schon ein bisschen ausgetrocknet, aber das liegt wahrscheinlich auch an der Menge des Händewaschens letztendlich. Ja,
Wie gesagt, wechsle ich immer wieder durch, aber wenn die mir einer schenken würde, würde ich sie auf jeden Fall benutzen. Ich habe von Redken noch ein Shampoo aufgebraucht. Das ist das Color Extend Magnetics Shampoo. Das ist halt so ein Farbschutz-Echt-Shampoo-Ding. Mochte ich auch gerne, habe ich schon ganz, ganz lange im Bad stehen gehabt. Habe ich jetzt mehr benutzt, seit ich mir die Strähnen pink gefärbt habe. Hat mir irgendwie ein gutes Gefühl gemacht. Ist halt ein Friseurprodukt, dementsprechend auch teuer. Ich habe das tatsächlich nachgekauft, benutze das im Moment gern. Das macht die Haare schön weich. Das riecht vor allem richtig gut, riecht halt auch irgendwie nach Friseurprodukt. Ist auch wieder so ein bisschen Wellnessgefühl. Macht die Haare aber, wie gesagt, schön. Ist letztendlich einfach ein ganz normales Shampoo. Also, es ist so die Frage, ob es einem das wert ist, so viel dafür auszugeben. Meine Haare gehen eh relativ schnell kaputt, weil ich relativ viel Hitze benutze. Sonst habe ich aber überhaupt kein Volumen, deswegen bleibt mir auch nicht wirklich eine Wahl irgendwie. Aber gefällt mir eigentlich gut und würde ich hin und wieder wahrscheinlich auch nachkaufen. Ist letztendlich aber ein Shampoo. Ich finde das bei Shampoos und Haarsachen generell relativ schwierig, immer zu beurteilen, ob das jetzt letztendlich was macht mit meinen Haaren oder nicht. Im Moment zwar schon, aber langfristig weiß ich nicht so genau. Ist auch genauso beim nächsten Produkt. Das war ja mal eine richtig gute Überleitung. Das nächste Produkt ist von Pomelo und Co. die Gucci Gorgeous Maske. Mag ich auch sehr gerne, die Masken von Pomelo und Co. generell. Meine liebste Maske ist aber eher die Vanillemaske, da gefällt mir der Geruch besser. Ich mag an denen gerne, dass man die ins trockene Haar aufträgt, das gefällt mir gut. Die Haare fühlen sich auch weich an danach, sind relativ schön. Man muss aufpassen, dass man nicht zu viel reinschmiert oder es dann richtig gut ausspült, finde ich. Sonst können die Haare auch mal schmierig werden. Pflegt aber schön, ist mir aber zu teuer. Also ich glaube, ich würde es mir nicht nachkaufen. Vielleicht habe ich es auch schon ein bisschen über jetzt. Ich habe das tatsächlich sehr, sehr lange. Ist auch super ergiebig bei mir. Also das reicht nicht bloß 10 Anwendungen, sondern deutlich länger. Kann aber halt auch hier schlecht sagen, ob das jetzt langfristig was gemacht hat. Ja, aber es ist letztendlich eben auch nur eine Haarmaske. Ich finde, Masken aus der Drogerie machen da nicht wirklich was anderes. Was sie jetzt letztendlich wirklich mit den Haaren machen, kann ich auch da nicht beurteilen. Aber sie sind auf jeden Fall ganz nett. Drei Produkte habe ich noch und zwar ist das nächste von Veet Easy Gel Kaltwachsstreifen. Das war letzten Monat in der Pinkbox. Habe ich direkt ausprobiert, die mochte ich gerne. Die haben die Haare gut entfernt, die verhalten, also die Haare sind auch länger entfernt als nach dem Rasieren. Das finde ich ganz schön. Ja, tut halt weh, sind halt Kaltwachsstreifen, aber jetzt nicht extrem. Die haben vor allem die Haare viel, viel besser entfernt, als ich eigentlich gedacht hätte. Also es hat wirklich richtig gut funktioniert. War ein bisschen irritiert die Haut hinterher. Wie gesagt, man reißt sich die Haare letztendlich halt raus. Würde ich aber, glaube ich, auch nochmal benutzen, gerade weil man dann halt nicht so oft nachrasieren muss. Ich habe hier noch ein Produkt von Naturschön. Das ist ein Serum und das Olive-Serum. Aus dieser Reihe. Das ist tatsächlich nicht ganz leer, aber fast. Das kommt jetzt aber weg. Das ist schon irgendwie siffig. Das habe ich schon ganz, ganz lange. Das ist hier oben total vermatscht und ja, ich tue das jetzt weg. Das gefiel mir eigentlich gut. Ich sage vor allem immer eigentlich, ne? Das gefiel mir gut. Hat die Haut schön gepflegt. Ich mochte die Konsistenz sehr, sehr gerne. Die ist halt relativ dünn. Ist halt ein Gel mehr oder weniger. Ist im Sommer richtig, richtig schön, weil das die Haut nicht so zuklatscht. Ich finde da immer reichhaltige Cremes sind mir da oft zu viel des Guten. Da benutze ich dann lieber so was Leichtes. Aber was mir überhaupt nicht gefällt, ist der Geruch. Das ist eklig. Ich mag den Geruch überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich nach Olive riecht, aber. Oh, nee, ich habe mich da mit der Zeit dran gewöhnt, aber das wird definitiv nicht mein Lieblingsgeruch und aufgrund des Geruchs würde ich es auch nicht nochmal kaufen. Das letzte Produkt ist von Gachubi, ein Trockenshampoo. Sofort frische, extra frisch, tropische Brise. Ich weiß nicht, ob das ist, glaube ich, sogar regulär im Sortiment verbesserte Formel. Das mochte ich leider gar nicht. Auch wenn ich viel Gutes gesagt habe über die Produkte, ich glaube, das ist tatsächlich sogar das Einzige, was ich jetzt nicht gut finde. Aber das mag ich leider überhaupt nicht. Erstmal tut es für mich nichts. Also ich habe das Gefühl, dass das wirkt einfach nicht. Die Haare werden nicht frischer, die sehen genauso fettig aus wie vorher. Ja, es macht schon auch weiße Rückstände. Nicht extrem, finde ich, ein bisschen. Das fand ich eigentlich ganz gut. Bringt mir aber nichts, wenn das nichts mit den Haaren macht. Die werden nicht griffiger, die sehen irgendwie, finde ich, nicht anders aus als vorher. Würde ich auf jeden Fall nicht nachkaufen. Das Einzige, was mir eigentlich noch gut gefällt, ist der Geruch. Also es riecht sehr gut, als Haarparfüm kann man es benutzen, aber kann man halt auch lassen. So Leute, das war's tatsächlich schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzugucken. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr Produkte davon kennt, ob ihr die selber zu Hause habt, ob ihr sie mögt oder ob ihr sie nicht mögt. Interessiert mich total, das ist ja super unterschiedlich immer.
Ansonsten hoffe ich einfach, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, macht's gut!